Hallo und herzlich willkommen zu Folge 132 meines Podcasts rund um die Themen Häkeln und Stricken und meine Strickschule hier in Wiesbaden. Ich bin Kiko und heute ist der 28. Februar 2022. Heute habe ich meinen Revontuli-Schal an. Das ist so eine der ersten Anleitungen gewesen, von denen ich das erlebt habe, dass die im Internet aufgetaucht sind und dann gefühlt jeder das gestrickt hat. Ich hatte damals das Gefühl, ich bin super spät dran. Ich habe das erst gestrickt, als alle anderen das schon gestrickt hatten. Aber ich habe nachgeguckt, ich habe das tatsächlich schon 2014 gestrickt. Also es ist schon eine Weile her. Aber ich glaube tatsächlich, die Anleitung ist noch deutlich älter. Ich habe das damals vom 6. August bis 12. August gestrickt. Ich habe zwar schon immer viele Sachen parallel gestrickt, aber ich habe halt manchmal mich auf eins gestürzt und dann nichts anderes gestrickt. Und so habe ich das damals wohl auch relativ schnell fertig gestrickt. Die Wolle ist von Langjans mit so einem schönen Regenbogen-Farbverlauf. Da habe ich mich sofort rein verliebt, als ich das damals gesehen habe. Das sind zwei Knäule, 200 Gramm. Und da sieht man, dass man eigentlich ein ganz schönes Tuch mit 200 Gramm Wolle stricken kann. Genau, ich mag das Zickzackmuster. Das sieht, erinnert mich an Stern. Die Farbe erinnert mich an Regenbogen. Und so ein Regenbogenstern ist eine feine Sache, finde ich. Genau, und ich habe dazu meine warme bunte Jacke an, so heißt das Projekt auf Ravelry. Die habe ich damals aus Alafoslopi und Ledlopi gestrickt. Das ist so eine bisschen rustikale, nicht maschinenwaschbare Wolle aus Island. Genau, Islandwolle. Und ich habe die extra für diese Anleitung gekauft. Ich zeige euch einmal kurz, wie lang die Jacke ist. Geht bis dahin. Da sieht man die ganzen verschiedenen Muster. Die Ärmel sind ein Tucken kurz geraten, aber das macht nichts. Dafür gibt es ja auch Armstulpen und Pullis, die man drunter ziehen kann und so. Genau, mit den mit der Farbe der Knöpfe konnte ich mich nicht entscheiden. Deshalb habe ich lauter verschiedene genommen. Genau, und das Interessante an dem Muster ist, dass die schwarze Wolle, die rote und dieses Blau, das ist eine dicke Wolle und alle anderen Farben sind dünn. Und wenn man zwei dünne Fäden gleichzeitig strickt, kommt man auf die gleiche Maschenprobe wie die dicke Wolle. Aber immer, wenn ich zwei dünne Fäden genommen habe, habe ich unterschiedliche Farben genommen. Und dadurch kriegt man eben dann noch mehr verschiedene Farbtöne hin. Und man kriegt dann manchmal fast wie so einen Farbverlauf hin, indem man eben, also hier ist zum Beispiel hell und dunkel Türkis und dann wird eine Farbe gewechselt und die andere bleibt. Also hier ist dann hell Türkis und hellblau. Dann hat man hellblau mit lila. Hell lila, dann hell und dunkel lila und so geht das immer weiter und dann bekommt man diese ganzen super schönen Schattierungen hin. Und außerdem ist das die erste Jacke, die ich gestickt habe. Also ich habe die rund gestrickt wie ein Pullover und als ich fertig war, habe ich das rechts und links abgehäkelt und gesichert und dann durchgeschnitten, das dann so ein bisschen nach innen geklappt und dann mit schwarz eine Kante angehäkelt und auf der einen Seite habe ich dann die Knopflöcher eingehäkelt und genau. Das ging wunderbar und das ist bei der Wolle besonders einfach, weil die dadurch, dass die eben so ein bisschen rau ist und nicht maschinenwaschbar ist, ist die Gefahr, dass da irgendwas wegläuft, abhaut, kaputt geht, sehr, sehr gering. Trotzdem ist es natürlich sicherer, man sichert die Kanten vorher ab durchs Häkeln. Da habe ich letztens ein Video zugemacht, da habe ich eine Jacke repariert, da habe ich das auf einem ganz kleinen Stück, also nur am Ärmel gemacht, aber da kam und auch nur auf einer Seite, weil die andere ja abgeschnitten wurde. Aber hier hatte ich das dann eben auf beiden Seiten gemacht und dann ist das gut gesichert, dann kann man das durchschneiden und hat dann eine Jacke, die aber gestrickt wurde wie ein Pullover. Habe ich demnächst auch wieder vor, aber erzähle ich euch dann mehr dazu, wenn ich soweit bin. Ja, das ist alles. Das sind die Sachen, die ich heute anhab. Dann zu meinen fertigen Projekten. Und da bleiben wir auch schön bei dem Regenbogen-Thema. Und zwar habe ich meinen Quadra-Kaul fertig. Diese geniale Anleitung von Martina Behm, wo man so einen Loop strickt, der komplett doppelt ist und wo man zwei verschiedene Farben benutzen kann. Und da habe ich mit diesem schönen Regenbogen-Opalgarn aus dem Abo angefangen und habe dann mit diesem leuchtenden Wolldackelfarbe weitergemacht. Wolldackel, Aniwaniwa, ich glaube, ist nicht Royal, ich glaube, Royal oder Navy? Hab's vergessen, egal. Das war jedenfalls eine der Farben im Adventskalender und nach Ostern kann man die dann auch einzeln bestellen. Und genau, dann habe ich diesen genialen Loop hier gestrickt und den kann man dann so tragen, dass man
entweder die eine Farbe mehr zeigt oder die andere Farbe mehr zeigt. Und man kann es auch umdrehen und die Spitze so ein bisschen runterklappen, dann sieht man beide Farben ganz gut, wenn man es dann so trägt. Aber man kann auch, ich muss mal ganz kurz das Tuch zur Seite machen, man kann auch ganz gut, also man kann das Ganze dann noch so ein bisschen in sich drehen, weil das ist ja so ein Schlauch im Prinzip. Und wenn ich das jetzt hier so drehe, dann kann ich das auch so tragen, dass man die eine Farbe komplett sieht und sozusagen den Anfang oder das Ende von dem Quadrat sieht. Und auf der anderen Seite sieht man dann, wie die beiden Farben aufeinanderstoßen. Und wenn ich das Ganze jetzt noch von innen nach außen stülpe, dann habe ich die andere Farbe in der Mitte und kann eben hauptsächlich diese Farbe zeigen. Oder ich habe hier nochmal, wie die beiden Farben aneinanderstoßen. Also das ist super spannend und gibt viele Möglichkeiten, das zu tragen. Man kann das ja dann auch noch mal so ein bisschen halbieren, weil es ja relativ hoher Loop ist. Dann hat man noch wieder andere Ansichten. Aber was ich ganz spannend finde, so wie es jetzt im Moment ist, ist es ja nicht richtig quadratisch. Es heißt Quadrakaul, aber es ist nicht ganz quadratisch. Und wenn ich jetzt die Seite nach vorne hole, dann sieht man, dass das hier so ein bisschen zippelt. Aber wenn ich die andere Seite hole, das zippelt ganz, ganz gewaltig. Also da sieht man, das ist überhaupt nicht flach, das guckt richtig hoch. Und deshalb ist auch, wenn ich das wieder zurückdrehe, wie ich das am Anfang hatte, dadurch ist das eben auch kein Quadrat, sondern eigentlich mehr so ein Parallelogramm, so ein Rechteck. Und bei Martina Behm, bei den Bildern von ihrem Loop sieht es aber quadratischer aus und vor allem, wenn sie das dann so dreht, liegt es wirklich flach. Und das ist jetzt mein Plan. Ich habe das zwar fertig gestrickt, aber ich habe es noch nicht gewaschen und erst recht noch nicht gespannt. Und das ist jetzt meine Aufgabe für diese Woche. Ich möchte das waschen und spannen in der Hoffnung, dass das dann wirklich hier auch flach liegt und wahrscheinlich dadurch dann auch richtig quadratisch wird. Also wenn man das jetzt so zum Beispiel hält, sieht man auch, dass diese Kante alles andere als gerade ist, sondern dass das auch so schräg geht, dass das dann so ein bisschen so eine Pfeilform hat. Und das soll dann eigentlich alles gerade und quadratisch sein. Bin gespannt, ob es klappt und wenn es klappt, wie es aussieht. Wenn es mir nicht gefällt, kann ich es wieder waschen und wieder zurückspannen. Das ist ja kein Problem. Aber ich hätte es eigentlich ganz gerne quadratisch, dass ich es dann eben auch so tragen kann, ohne dass das zu sehr eine Nase nach vorne hat und so. Ich bin gespannt. Nächste Woche werdet ihr sehen, was dabei rausgekommen ist. Ja, das ist das einzige fertige Projekt für heute. Ich habe ein fertiges Projekt und zwei Sachen neu angeschlagen, aber da ich ja letzte Woche ein anderes Verhältnis hatte, habe ich noch was gut gehabt, dachte ich. Und außerdem rechne ich das ja sowieso nie so genau nach, ne? Genau, so, dann weiter mit den Projekten in Arbeit. Wie immer fange ich mit den Socken an und das älteste Paar Socken im Moment sind meine 24-Tage-Socken von Emma Potter, die mir die Anleitung geschenkt hat. Sie hat einen Podcast, der Potter in Bloom heißt und soweit bin ich mit der zweiten Socke. Letzte Woche hatte ich euch die erste Socke gezeigt. Genau, und eigentlich ist die Anleitung ja für einen Adventskalender entworfen, dass man mit 24 verschiedenen Farben 24 verschiedene Streifen machen kann. Das sieht bestimmt auch toll aus, wenn man 24 unterschiedliche Farben hat. Oder aber auch, wenn man mehrere unterschiedliche Reste hat, wo man dann genau sieht, welche Farbe welche ist, dann lohnt sich das mit vielen Knäueln zu arbeiten. Aber ich hatte ja fünf verschiedene Opalreste genommen und habe dann das Gefühl gehabt, das sieht eigentlich aus wie eine bunte Opalwolle und hatte dann den Fuß tatsächlich mit einem Knäuel gestrickt. Und das wollte ich euch heute nochmal zeigen. Also das ist das Knäuel, was ich benutzt habe, um diese Streifen zu kriegen. Das alleine finde ich schon super schön. Also könnte man auch ein ganzes Paar Socken nur damit stricken. Und für die zweite Socke, weil ich da jetzt aber noch ein bisschen zum einen einen Unterschied haben wollte und zum anderen noch ein paar mehr von diesen fünf Knäueln benutzen wollte, hatte ich mich für dieses Knäuel entschieden. Das ist nämlich neben dem das bunteste von den fünfen, die ich ausgesucht hatte. Weil hier aber gar kein Grün drin ist, habe ich gedacht, ich nehme noch ein bisschen von dem Knäuel dazu, damit es dann doch ein bisschen ähnlicher wird wie die erste Socke. Und deshalb habe ich jetzt einen grünen Streifen gemacht. Dann habe ich vier Streifen mit dem Knäuel gemacht und so will ich das immer im Wechsel machen. Eins hiervon, vier davon. Und dann bin ich mal gespannt, wie das dann insgesamt so aussieht. Also das Ähnlichste im Moment ist neben dem Schwarz der erste grüne Streifen und dann ist der zweite rot, aber dann fängt es schon an auseinander zu gehen. Wobei hier ist so ein Blauton, der auch wieder diesem entspricht. Also ich bin mal super gespannt. Es wird auf jeden Fall
unterschiedliche Socken werden, aber man sieht natürlich auf einen Blick, dass sie zusammengehören. Genau, und neben dem bunten Opalgarn habe ich als Grundfarbe das Alpaka-Sockengarn von Hansa Farm, was sie neu entwickelt haben mit 56 Gramm pro Knäuel. Und die ist wunderschön und super weich, strickt sich ganz toll. Und da habe ich ja dann auch gleich noch ein zweites Paar in der Qualität angeschlagen. Das sind die sogenannten graue Limonade-Socken. Da habe ich die Anleitung Pink Lemonade Socks aus der Sock Madness letztes Jahr. Da war das ein Aufwärmmuster. Da hatte ich auch eine Socke fertig und habe jetzt die zweite Socke so weit oder so weiter gestrickt, dass ich das erste Muster fertig habe. Und wie man sehen kann, sind die gegengleich. Das heißt, man hat einmal entweder die beiden Muster außen am Fuß entlang laufen oder innen, je nachdem, wie man die Socken anzieht. Aber sie sind nicht gleich, sondern spiegelverkehrt. Und es gibt noch einen Unterschied zwischen den beiden Socken, der aber auf den ersten Blick nicht auffällt. Und zwar habe ich an dieser Socke die Ferse richtig gestrickt. Und das habe ich nämlich an der Socke nicht. Das habe ich letzte Woche vergessen zu erzählen, glaube ich. Und zwar ist der Grund ganz einfach. Also ich stricke die Socke mit 60 Maschen und mit einer zweieinhalber Nadel. Und ich habe ein, zwei rechts, zwei links Bündchen gestrickt. Und wenn ich 60 Maschen auf ein Nadelspiel verteile, komme ich ja auf 15 Maschen pro Nadel. Und wenn ich aber mit 15 Maschen pro Nadel zwei rechts, zwei links stricke, dann verschiebt sich das Muster am Anfang der Nadel immer. Dann habe ich eine Nadel, die mit zwei rechts anfängt, habe eine, die mit eins links anfängt und dann habe ich, glaube ich, eine rechts oder zwei links oder wie auch immer. Auf jeden Fall muss man immer ein bisschen gucken, wo man gerade ist und wie die Nadel anfängt und man muss einfach ein bisschen mehr aufpassen. Ist an sich kein Problem, habe ich bei der zweiten Socke auch so gemacht, um sicherzugehen, dass der Rest dann richtig wird. Das Problem war nämlich, dass ich bei dieser Socke die Maschen verteilt hatte, dass ich drei Nadeln mit 12 Maschen hatte und eine mit 16. Und habe das vergessen, als ich mit der Ferse angefangen habe. Und ich habe einfach die Maschen von zwei Nadeln als Fersenwand gestrickt und habe dann den Zwickel gestrickt. Da habe ich mich schon ein bisschen gewundert, dass das nicht ganz aufgegangen ist. Ich habe allerdings auch weniger Maschen als die Anleitung. Also in der Anleitung hat man 16 Maschen pro Nadel. Dann geht das natürlich mit dem Bündchen auch besser auf. Aber egal, ich wollte nicht, dass sie zu groß sind. Ich wollte nicht, dass sie rutschen. Auf jeden Fall habe ich das dann zurechtgemauschelt, habe die Maschen an der Seite rausgestrickt und habe erst beim Zwickel, als ich hier die Abnahmen gestrickt habe und dann schon einige gemacht hatte, wollte ich wissen, wie weit ich bin und ich wollte wissen, wie viel Abnahmen ich noch machen muss. Und dabei habe ich dann meine Maschen gezählt und habe festgestellt, dass überhaupt nichts stimmt. Also auch die Maschen, die ich auf den anderen zwei Nadeln hatte, dass das keine 15 pro Nadel war. Und dann musste ich alles ein bisschen neu sortieren, habe dann die Zwickelabnahmen. Na, hier sieht man es auch ein bisschen. Also das sind eigentlich die Zwickelabnahmen und das sind meine Schummelabnahmen, wo ich dann dafür gesorgt habe, dass die Verteilung richtig ist. Auf der Seite sieht man es nicht. Da habe ich nicht geschummelt, weil eben das Muster hier lang läuft und das sollte dann optisch zumindest gleich bleiben. Ich habe es meiner Schwester gesagt. Ich habe sie gefragt, soll ich es nochmal neu machen? Und sie hat gesagt, ach was, solange es passt, ist es okay. Und ich gehe mal davon aus, dass es passt. Also sie hat es schon anprobiert, das passt auf jeden Fall, weil ich ja die Fußlänge bei ihr abmessen wollte und sie hat sich da also nicht beschwert und jetzt ist zwar die eine Ferse ein bisschen breiter als die andere, aber es fällt nicht wirklich auf, es ist nicht wirklich sichtbar und selbst wenn es ein bisschen sichtbar ist, wenn man es vergleicht, solange sie es nicht spürt und sie die Socken tragen kann, ist alles gut. Ja, also soweit bin ich mit diesen Socken. Muss mich dann jetzt hier so ein bisschen auf das Lochmuster konzentrieren. Ein paar Zwickelabnahmen kommen auch noch, aber dann wird das auch relativ gut laufen und da es eine kleine Socke ist, wahrscheinlich auch nicht mehr ewig dauern. Aber ich habe noch eine dritte Socke angefangen. Das ist mein erstes neues Projekt für heute. Und zwar werden sich manche von euch vielleicht erinnern, dass ich mal Katzensocken gestrickt habe für meinen Schwager und für einen Neffen von mir. Und es war eigentlich immer geplant, dass der andere Neffe auch ein paar Katzensocken kriegen soll. Und ja, irgendwie ist das aber in Vergessenheit geraten, aber es ist mir jetzt wieder eingefallen und ich habe die angeschlagen. Und ich habe diese Farbe aus der Afrika-Serie genommen. Das ist ja die neueste Serie von Opal im Moment. Die nächste müsste aber diese oder nächste Woche kommen. Genau, und das ist eben auch so ein Graublau. Die anderen Socken hatte ich auch in Grau und oder Blau gestrickt. Und da habe ich jetzt
wieder meine Mini-Rundnadel, da habe ich dann das Problem mit der Verteilung nicht. Ich stricke mit einer 2,75er Nadel und da das ein junger Mann ist, habe ich hier 64 Maschen und habe ein 2 rechts, 2 links Bündchen gestrickt und jetzt kommt der Schaft, wird einfach nur glatt rechts. Dann mache ich entweder eine Fischlipskiss oder eine Bumerangferse, überlege ich mir noch. Und dann stricke ich den halben Fuß in diesen bunten Garn und die zweite Hälfte wird dann in schwarz gestrickt und dann sticke ich die Öhrchen auf, sticke Nase, Augen und ein paar Schnurrhaare und dann hat es da eine Katze auf dem Fuß. Genau, und dann haben nämlich die drei Männer in der Familie schon mal Katzensocken. Für die beiden Frauen in der Familie ist meine Schwester dann zuständig fürs Stricken. Vermutlich werde ich ihr dann beim Sticken unter die Arme greifen. Schauen wir mal. Genau, aber damit habe ich ein ganz einfaches Paar Socken auf den Nadeln, was ich einfach mal so vor mich hinstricken kann. Und das ist dann eine schöne Abwechslung, wenn die Sock Madness angefangen hat und ich zwischendurch dann ganz verrückte Socken stricke. Und genau, heute ist der letzte Tag, um sich anzumelden, falls noch jemand ganz schnell mitmachen will. Ansonsten geht es dann morgen los. Und wenn ich mich recht erinnere vom letzten Jahr, dann war es nicht gleich am 1. losgegangen mit der Anleitung, sondern dann kam erst noch mal ein bisschen organisatorischer Kram. Aber irgendwann kommt dann die Information, welchen Punkt der Materialliste wir für die Qualifizierungssocken brauchen, Qualifikationssocken. Und genau, und danach kommt dann die Anleitung und dann werde ich ganz fleißig verrückte Socken stricken und alles andere ignorieren, für ein paar Tage zumindest. Genau, so, kleines Projekt aus Sockenwolle, das ist die Opal-Sockenwolle mit Seide, die es früher mal gab. Und ich stricke eine ganz schlichte Mütze, entweder für mich oder meinen Bruder oder sonst irgendjemanden. Ich habe einfach weiter hochgestrickt. Ich möchte, dass das ein ganz großzügiges Bündchen zum Umschlagen hat. Das heißt, ich werde noch eine ganze Weile weiter stricken, bevor ich dann zu den Abnahmen komme. Ich habe keine Anleitung. Ich stricke einfach 104 Maschen im 2 rechts, 2 links Bündchen. Werde dann oben ein paar ganz einfache Abnahmen machen. Also das ist auch so ein relativ einfaches Nebenbei-Projekt. So, dann kommen wir zu den Klamotten. Und da habe ich tatsächlich an allen gestrickt. Das heißt, ich habe auch an meinem Rainbow-Cardi, an dem Party-Cardi weiter gestrickt. Das ist die schwarze Jacke komplett ohne Regenbogen bisher, weil die bunten Farben erst ganz zum Schluss vorne an die Blende kommen. Aber ich habe jetzt meine Maschen von dem einen Ärmel auf die Nadel gepackt. Ich habe neue Nadeln unterm Arm rausgestrickt aus dem Vorderrückteil. Man sieht natürlich bei dieser schwarzen Wolle so gut wie nichts. Aber ich habe jetzt losgestrickt. Das sind wieder meine Chaugo Mini Rundnadel. Das ist die größte, also das längste Seil aus dem Mini-Set. Vierer Spitzen, da ich die Jacke ja in 4 stricke. So viel habe ich jetzt, kann man es ganz gut sehen. Also noch nicht wahnsinnig viel, aber zumindest ist der Anfang gemacht. Von der Anleitung her strickt man ein Stück, dann kommen ein paar Abnahmen und dann kommt irgendwann ein Bündchen und dann hat man ein Dreiviertelärmel. Das möchte ich anders machen. Ich möchte gerne lange Ärmel haben bei der Jacke. Und da die Ärmel verhältnismäßig schmal sind, habe ich mir überlegt, stricke ich wieder bis zum Ellbogen gerade, fange dann mit den Abnahmen an und dann möchte ich bis fast fertig stricken sozusagen, also ich werde so ein paar Zentimeter noch übrig lassen, werde die Maschen stilllegen, weil ich nämlich im Moment den Plan habe, dass ich dann die bunten Farben, die vorne reinkommen, auch ins Bündchen der Ärmel stricken will. Ich finde, das ergänzt sich dann ganz schön und ist irgendwie ein bisschen lustiger. Und genau, das heißt aber, dass ich die Maschen von den Ärmeln dann stilllege, erstmal alles andere fertig stricke, inklusive der Blenden vorne und dann gucke, welche Farben habe ich übrig, wie viel habe ich von den Farben übrig und dann einfach ein kleines Bündchen unten an den Ärmel, aber in Bund stricke. Das finde ich irgendwie gerade ganz lustig. Ja, das ist also das erste Jäckchen oder das ist eigentlich die einzige Jacke. Dann kommen wir zum Raglano, die wunderbare, kostenlose Anleitung von Nicolor. Da stricke ich ja im Rippenmuster mit dieser wunderschönen 6-fach-Opal-Sockenwolle aus der Regenwald-Serie. Farben sind von diesem Schmetterling inspiriert. Das ist mein drittes 150-Gramm-Knäuel. Das erste hatte ich ja für die Passe und den Anfang von Vorderrückteil benutzt. Das zweite Knäuel steckt in den Ärmeln. Da habe ich zwar noch ein bisschen übrig, aber ich hatte mich dann entschieden, jetzt das dritte anzustricken. Hier war der Übergang von Knäuel 1 zu Knäuel 3. Also habe ich noch nicht wahnsinnig viel gemacht, aber ist jetzt auch so ein
Nebenbei-Projekt und da werde ich erstmal eine ganze Weile stricken, bevor ich es dann immer wieder anprobiere, weil ich keinen kurzen Pulli möchte. Ich hoffe, dass er so ein bisschen weit fällt, auch wenn er sich sehr zusammenzieht. Aber dann möchte ich auch eben nicht so kurz haben, sondern ein bisschen länger, dass so ein gemütlicher Pulli wird. Soll aber nicht super lang werden. Also keine Tunika, kein Kleid, sondern einfach ein längerer Pullover. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, dann haben wir den Pappus-Pullover, den ich ja aus zwei Fäden stricke. Und der eine Faden, ne? Der eine Faden ist das Mohair-Seidegarn von Hansafarm in Schwarz. Irgendwie habe ich ja relativ viel schwarze Sachen im Moment. Und so sieht das Nuru-Knäuel im Moment aus. Also ein bisschen hellgrau, braun, schwarz und Petrol und dann geht es in dieses dunkle Rot über und da kommt dann das helle Rot wieder. Aber ich schätze mal fast, dass ich gar nicht so weit stricken werde. Ich habe nämlich mit dem Bündchen angefangen. Also nachdem ich dann immer wieder Streifen gestrickt, anprobiert, Streifen gestrickt und anprobiert habe, habe ich entschieden, jetzt reicht die Länge. Es ist, mal gucken, also wenn das Bündchen fertig ist, könnte das so ungefähr Tunika-Länge haben. Ein Kleid wird es nicht, dafür ist es mir nicht weit genug. Und es ist auf jeden Fall jetzt schon ein langer Pullover. Und ich schätze mal, ja, ist dann wahrscheinlich Definitionssache. Und kommt ein bisschen drauf an, wie lange ich das Bündchen stricke. Also das entscheidet dann, ob es ein langer Pulli oder eine Tunika ist. Vielleicht gehen die ja auch ineinander über, diese beiden Größen. Und ich vermute aber jetzt von den Farben her, dass das Bündchen lang genug ist, bevor ich wieder bei Rot angekommen bin. Also ich bin farblich jetzt ungefähr hier. Und dann kommen diese ganzen Farben. Naja, andererseits, ich stricke jetzt kraus, dann wird es natürlich ein bisschen kürzer. Vielleicht höre ich auch unten mit dem Rot auf. Das wäre natürlich auch ganz lustig. Keine Ahnung, aber das wird auch wieder so eine Stricken, Anprobieren, Geschichte werden. Da ich jetzt kraus stricke, habe ich entschieden, einen Schlitz an der Seite zu machen. Und zwar nur einen Schlitz. Hier ist ein Schlitz, hier ist keiner. Hatte auch überlegt, ob ich zwei getrennte Bündchen mache, aber dann hätte das mit der Farbe sich ja wieder anders verteilt und dann hätte ich zwar hinten länger machen können als vorne, aber das war mir dann auch nicht so wichtig. Der ist insgesamt lang genug. Und dann habe ich einfach entschieden, das wird jetzt so ein ganz kleines bisschen asymmetrisch, indem das an der einen Seite einen Schlitz hat und an der anderen nicht. Und dann stricke ich hin und her, immer rechte Maschen. Ich fand das ein bisschen schöner und ein bisschen passender zu den Ärmelbündchen, die ja glatt links sind. Aber glatt links und kraus rechts ist da doch optisch ein bisschen ähnlich. Und ja, eben in der Anleitung ist es, glaube ich, ein zwei rechts, zwei links Bündchen. Aber das ist eben, sonst kommt in dem Pullover gar keine Rippen vor. Und ich hatte auch ein bisschen Sorge, ob es trotz des Mohairs bei einem Rippenbündchen vielleicht doch ein bisschen zusammengeht. Und das wollte ich eben bei so einem langen Pulli nicht, der dann über den Po fällt. Und dann wollte ich das da nicht zusammengezogen haben. Und deshalb habe ich mich für kraus entschieden. Genau, und da bin ich jetzt schon super, super gespannt drauf, die Reihen weiter zu stricken und dann zu gucken, an welcher Stelle ich fertig bin. Und dann bin ich nämlich fertig. Abketten und fertig. Einen Faden vernähen, zwei. Also es sind insgesamt zwei Fäden zu vernähen, Anfang- und Endfaden. Ich glaube, den Anfangsfaden habe ich tatsächlich noch. Aber das ist dann wirklich, wirklich schnell. Wenn man erstmal fertig ist, ist man auch ganz fertig. Und ja. Hoffe, dass der nächste Woche fertig ist. Schauen wir mal. So, und dann habe ich auch an der Weste fleißig weiter gestrickt. Da stricke ich ja eine Sockenwolle von Opal in so verschiedenen Grautönen mit einem Brushed Alpaka zusammen, mit so einem gebürsteten Alpaka. Und da habe ich hier für den Hauptteil von Vorder- und Rückteil ein Hellgrau benutzt und habe dann, als mir die Länge gereicht hat, das Brushed Alpaka in Schwarz zu der gleichen Sockenwolle dazu genommen. Und natürlich ist der Kontrast jetzt relativ stark, das war mir schon klar. Aber ich finde es trotzdem spannend, dass trotz des schwarzen Brushed Alpaka eben diese hellen Teile aus der Sockenwolle, die hier eigentlich ziemlich untergehen, dass die doch noch so deutlich zu sehen sind. Also da bin ich sehr zufrieden mit dem, wie es wirkt. Also das ist jetzt die Länge der Weste, das ist das Bündchen. Und dann habe ich, als ich das Bündchen fertig hatte, auch noch die Bündchen in den Armlöchern gestrickt. Die sind von der Anleitung her relativ kurz, da habe ich mich auch dran gehalten. Und ja, ich fand, das reicht so als Abschluss, aber dann ist da eben auch noch mal so ein schwarzer Akzent, dann ist das jetzt schon nicht mehr der einzige, dann ist das Ganze schon ein bisschen schlüssiger in sich.
Und als nächstes kommt ja jetzt der Kragen, der doppelt gestrickt wird. Und da hatte ich ursprünglich überlegt, die Innenseite hell und die Außenseite dunkel zu machen, parallel zu dem, was meine Freundin gemacht hat. Aber jetzt haben wir uns ihre Jacke, ihre Weste angeguckt und noch ein bisschen hin und her überlegt. Und ich mache es wahrscheinlich jetzt genau umgekehrt. Wahrscheinlich mache ich jetzt die Außenseite hell und die Innenseite dunkel. Das hat dann den Vorteil, wenn ich den Kragen hochklappe, dann ist das hier äußerlich so eine Einheit. Und wenn ich es dann aber aufklappe, dann ist die Innenseite, die dunkle, die geht dann über in diese Knopfleiste, die ja dann noch dran kommt. Und dann habe ich eben auch innen, wo ich vielleicht dann doch mal ein bisschen schwitze oder so, habe ich dann das dunkle Garn, was nicht ganz so empfindlich ist. Also das erschien mir jetzt ganz, ganz logisch. Und ja, das werde ich jetzt dann diese Woche angehen, dass ich hier die Maschen rausstricke und dann den Kragen anfange und dann mal gucke, wie das aussieht mit den Farben, die ich gewählt habe. Und wenn der Kragen dann irgendwann fertig ist, wird ja umgeklappt, festgenäht und dann kommen die beiden Bündchen vorne, Knopfleisten, je nachdem, was man machen will. Meine Freundin ist mit ihrer Weste komplett fertig mit Stricken, aber sie möchte einen Reißverschluss vorne reinnähen. Das werde ich definitiv nicht machen. Das ist bei ihr immer das Einzige, was fehlt. Und da man das ja nicht weiß, dass das fehlt, kann sie die auch so schon tragen. Genau. Ja, vielleicht lasse ich es auch ganz ohne Verschlüsse und mache einfach wieder mit so einer kleinen Nadel das zu. Vielleicht mache ich Druckknöpfe. Vielleicht stricke ich auch Knopflöcher. Ich weiß das noch nicht. Lasst euch überraschen. Ja, das ist die Mili-Weste. Dann bin ich mit den Klamotten fertig, die im Moment in Arbeit sind. Ich habe schon die nächsten drei sehr stark in Planung, aber ich will nicht zu viele anfangen. Haha. Schauen wir mal, wann das kommt. Aber jetzt geht es weiter zum Thema Häkeln. Und da bin ich ja an dieser Herdabdeckung am Arbeiten, dieses kleine Deckchen. Und ich kann vermelden, ich habe fleißig an meinen fünf Teilen weitergehäkelt. Und bei diesen zweien fehlt nur noch die letzte Farbe. Das heißt, hier kommen zwei Reihen dunkelblau und hier zwei Runden weiß noch drumrum. Und die anderen drei aus meiner Fließbandarbeit sozusagen sind fertig und zusammengenäht. Das heißt, ich habe jetzt die drei ersten Quadrate, die ich einzeln gehäkelt hatte, und die drei Quadrate, die ich mit diesen beiden zusammen angefangen hatte, sind jetzt alle fertig und zusammengenäht. Und dann hat man jetzt einen Eindruck, wie das nachher aussieht. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden und sehr begeistert. Ich werde ganz zum Schluss nochmal in dunkelblau ein bisschen was drumherum häkeln, habe ich mir überlegt. Und jetzt muss ich aber erstmal weiter Teile machen. Also das sind ja jetzt sechs Quadrate. Das sind Nummer 7 und 8. Und da ich ja 5 in der Länge und 3 in der Höhe möchte, fehlen dann noch 7 Quadrate. Genau. Und die 7 werde ich dann auch alle parallel häkeln, wie jetzt die letzten 5. Aber erstmal die 2 fertig. Und dann kann ich anfangen, 7 solche Innenteile zu häkeln. Und ja, dann wird das nach und nach vorangehen, schätze ich mal. So, und dann habe ich mein zweites neues Projekt. Das ist ein weiteres Häkelprojekt. Und zwar erinnert ihr euch bestimmt, dass ich vor ein paar Wochen euch diese Maschenprobe gezeigt habe, so ein kleiner Untersetzer. Und da habe ich diese Technik gelernt. Das nennt sich Interlocking Crochet. Also Interlocking ist, wenn sich das so ineinander fügt, häkeln. Oder auch Locked Filet Mesh. Und das heißt in miteinander verbundenes Filetnetz. Und genau, und da zeige ich euch jetzt, kann ich euch das an dem anderen Projekt ein bisschen besser zeigen, warum das so heißt und wie das funktioniert. Und zwar benutze ich Opal 6-fach Regenwaldwolle in dieser Farbe. Das wird mein Hintergrund. Und das wird meine Kontrastfarbe. Achso, und ich sollte vielleicht sagen, was ich häkel. Ich häkel die Anleitung Stomp. Die ist auch von Ashley Brotzel, genau wie diese Anleitung. Und die Anleitung heißt Stomp, weil nämlich ein Dinosaurier drauf zu sehen ist. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass ich vor einiger Zeit eine Häkeldecke gemacht hatte mit kleinen Triceratops-Köpfen drauf für einen kleinen Jungen zur Einschulung. Und sein Cousin kommt dieses Jahr in die Schule und der kriegt jetzt einen Tyrannosaurus Rex auf seine Decke gehäkelt. Und so weit bin ich im Moment. Also noch nicht wahnsinnig viel, noch nicht wahnsinnig weit. Genau, das wird meine erste Häkeldecke, die ich am Stück häkel. Sonst habe ich immer Einzelteile gehäkelt und dann zusammengefügt, aber die kommt jetzt am Stück. Und hier sieht man jetzt ganz schön, dass man eigentlich zwei einzelne Decken häkelt. Und beide Decken haben so ein Filetnetz. Weil bei der Filethäkelei
entsteht das Muster ja eigentlich dadurch, dass man zum Teil Löcher hat und zum Teil geschlossene also Kästchen, indem man da statt Luftmaschen dann Stäbchen häkelt. Aber bei dieser Decke sind beide Decken bestehen nur aus Netz. Aber dadurch, dass die eben dann so hintereinander liegen, ist die Decke trotzdem nicht durchsichtig oder nicht löchrig in dem Sinne. Und das Muster entsteht dadurch, dass also meine Grundfarbe oder die Hintergrundfarbe ist ja dieses Grün-Bunte, das ist sozusagen das Gras. Und das Blaue wird der Dinosaurier. Und damit man das Blau dann sieht, kommt das ab und zu nach vorne. Und hier finde ich, kann man das richtig gut sehen. Also hier ist das blaue Netz hinten und hier ist jetzt das blaue Netz vorne und umgekehrt, hier ist das grüne Netz hinten und hier ist das grüne Netz vorne. Und an sich häkelt man die komplett unabhängig. Also wenn ich blau häkel, häkle ich immer ein Luftmasche, ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen auf das blaue Netz drauf. Und mit grün häkle ich nur auf das grüne Netz. Ich mache auch immer abwechselnd eine grüne Reihe, eine blaue Reihe, dann drehe ich rum, eine grüne, eine blaue. Vielleicht auch umgekehrt, aber egal. Und nur dadurch, dass ich dann ab und zu austausche, was vorne und was hinten ist, dadurch hängen die beiden Decken dann aneinander, sodass man nicht so komplett das auseinanderziehen kann. Und dadurch entsteht eben das Muster, weil jetzt ist eben diese Kontrast- oder die einfarbige Farbe vorne und das wird ein Grasbüschel. Und dieses Teil hier, das ist der erste Dinosaurierfuß. Also da bin ich schon so super gespannt, wie es weitergeht. Und das hier, da sind wir uns nicht ganz sicher. Das könnte auch so ein Grasbüschelchen sein, das könnte aber auch ein Fußstapfen sein. Aber das sind dann eben so kleine Motive, die um den großen Tyrannosaurus Rex drum drapiert sind. Zum einen denke ich mal, damit das Häkeln interessanter ist, damit es optisch interessanter ist. Aber dadurch hängt die beiden Decken dann auch aneinander. Ich bin mal gespannt, wie sich das nachher gestaltet, wenn man diese großen einfarbigen Flächen hat und das dann so. Ja, wie sehr das dann wirklich so auseinanderfloppt oder nicht. Bin super, super gespannt. Das ist super aufregend. Ich konnte kaum aufhören zu häkeln. Das ist echt total spannend, macht richtig Spaß. Es ist überhaupt nicht schwer. Am Rand werden die beiden Farben natürlich immer miteinander verkreuzt, sodass die da am Rand nicht auseinanderfallen. Das wäre natürlich ungünstig, wenn die dann da so auseinanderklaffen. Deshalb sind die da immer miteinander verbunden. Und dann kriegt man eben diesen Rand auch, was man hier auch sieht. Genau, also unten hat man den Streifen und dann geht es einmal hinter die Randfarbe drunter und dann hoch. Und hier ist genau das gleiche Muster wie unten, aber hier fehlt es. Und ich glaube, da habe ich einen Fehler gemacht. Aber es war ja auch mein Probelappen. Also hier sieht man eben, dass das dunkelblau läuft sozusagen in zwei Reihen hoch, beziehungsweise hier in zwei Reihen hin und her. Und dann hat man eine Reihe mit der anderen, mit der Kontrastfarbe. Ja, also das ist die Dino-Decke Stomp. Wenn ihr sehen wollt, wie die fertig aussieht, ich habe auf meiner die Ravelry-Seite habe ich unter dem Video verlinkt. Dort habe ich einen Link zur Originalanleitung, da könnt ihr gucken. Oder ihr sucht einfach nach der Decke Stomp, dann findet ihr die auch. So, das. Ich habe schon wieder im englischen Video die Decke vergessen. Unglaublich. Hier denke ich wieder dran. Also, meine Memory Blanket. Ich habe zwei Quadrate gestrickt. Muss ich nächste Woche im englischen Video wieder vier Quadrate zeigen, wenn ich zwei weitere schaffe zu stricken. Also, die wächst schön vor sich hin. Ist sie nicht super riesig und schwer, aber sie wächst. Und ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass ich die Farbe verstricken will. Das ist der Rest von meinen. War das Hongkong-Socken, die ich für die Aktion Grüne Socke gestrickt habe, aus dem E-Book Around the World in 8 Socks? Da habe ich also jetzt dieses Quadrat gestrickt. Und dann habe ich diesen Rest mir rausgesucht. Das ist eine Farbe aus der Serie Ice Cream von Opal. Die ist schon ein paar Jahre alt. Aber in der Farbe habe ich damals für meinen Schwager die Katzensocken gestrickt. Und ich dachte, das passt doch ganz gut dazu, dass ich jetzt für den zweiten Neffen seine Katzensocke angefangen habe und da habe ich jetzt von der anderen Katzensocke den Rest hier reingestrickt. Ich weiß nicht genau, wo der Rest von den anderen Katzensocken ist. Wenn ich die finde, vielleicht stricke ich sie daneben. Vielleicht suche ich auch später und versuche sie dann hier anzustricken. Mal gucken. Vielleicht könnte ich dann sogar das dritte Paar da anstricken. Müsste ich aber ziemlich lange warten.
Oder ich muss hier mehrere reinstricken. Mal gucken. Aber das sind immer so die Ideen, ne? Auf jeden Fall fehlt jetzt an dieser Kante nur noch zwei Quadrate. Dann habe ich wieder eine Seite fertig und dann kann ich wieder an der Seite weiter stricken. Ja, also so viel zu meiner Memory Blanket, meiner Erinnerungsdecke. Und dann kommen wir zum Knitalong, mein Wolkig, mein Angora Wolkig. Mit dem Garn von Seidenhase. Es wächst nach wie vor sehr langsam, aber es wächst doch stetig. Ich habe mein Knäuel wieder gewogen. Es sind 17 Gramm, das heißt, ich habe wieder 3 Gramm verstrickt. Also, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber irgendwann wird es fertig werden. Und dadurch haben wir jetzt noch ein bisschen länger von unserem Knitalong. Also, wenn ich weiterhin 3 Gramm pro Woche Stricke haben wir noch ein paar Wochen damit zu tun. Das heißt, falls ihr noch ein Wolkig anschlagen wollt, kostenlose Anleitung von Martina Behm. Gibt so einen genial schönen, flauschigen, luftigen, fluffigen Loop. Dann macht herzlich gerne noch mit. Ansonsten seid ihr vielleicht auch schon längst fertig mit eurem Wolkig. Ja, so, das war's. Das war alles, was ich euch diese Woche zeigen wollte. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss!